Fall gibt es aber noch den Neueinsteiger auf Platz 1 der Charts. Ich sag mal so, das Lied ist echt geil. Alles haut mal rein und es geht jetzt los. Entschuldigung. Ich habe einen Termin mit Dr. Noss, aber er ist nicht in seinem Büro. Können Sie mir vielleicht sagen, wo er ist? Wenn er nicht in seinem Büro ist, dann einen Augenblick, ich rufe mal kurz an. Guten Morgen, Doktor. Hier ist ein... Ralf Rumold. Ein Herr Rumold, der würde gerne zu ihm. Okay. Der Doktor kommt gleich hierher. Warten Sie einfach einen Augenblick. Okay. Dankeschön. Bitte. Tag, Herr Rumold. Hallo, sind das die Ergebnisse? Herr Rumold, es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber der Test ist negativ. Was bedeutet das? Der Test ist negativ. Ich weiß, was Sie gesagt haben. Ich will wissen, was das bedeutet. Der Test ist negativ, also der Körper Ihres Sohnes würde die Niere abstoßen. Eine Spende kommt somit nicht in Frage. Es tut mir leid. Das bedeutet also, dass ich Hannes einfach beim Sterben zusehen soll? Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn sofort auf die Warteliste gesetzt. Aber es kann doch ewig dauern. Kann das nicht falsch sein? Nein, auf keinen Fall. Und Sie haben recht, die Wartezeiten sind ziemlich lang. Ich würde gerne mit Ihnen die weitere Therapie besprechen, aber jetzt nicht, ich habe keine Zeit, danke. Hallo, Julia. Oh, Ralf, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du noch hier bist. Ich wollte mal nach dem Kleinen sehen. Hannes ist bei der Dialyse. Aber ich glaube, es geht ihm noch ganz gut. Noch? Was soll das heißen? Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich bin sicher, der Doktor hat ihn schon auf die Liste gesetzt. Ja. Aber er hat auch gesagt, dass es Hannes schlechter geht und dass es länger dauern kann. Ich habe so gehofft, dass meine Niere passt. Es tut mir wirklich sehr leid, aber es wird ein neuer Patient ins Zimmer kommen müssen. Was? Warum das? Ja, das Krankenhaus ist voll und wir brauchen jedes Bett. Aber wo soll ich denn schlafen, wenn ich bei Hannes bleibe? Es tut mir leid, ich kann da nichts machen. Aber ihr könnt doch nicht einfach ein
Fremden in Hannes Zimmer stecken. Das könnt ihr doch nicht bringen! Dr. Noss! Das können Sie nicht machen. Sie können nicht einfach jemanden Fremdes in mein Zimmer stecken. Verdammte Scheiße. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich rufe die Polizei. Das wird nicht nötig sein. Warum nicht? Da kommt ihr einfach rein und fummelt an unseren Sachen rum. Ujawi. Es tut mir leid, mein Neffe hat kein gutes Distanzgefühl. Bleiben wir ruhig. Ich bin Gregor. Ralf, gib Gregor eine Chance. Er wird wahrscheinlich sowieso nicht lange hier sein. Ich kann eh nichts dagegen machen, oder? Ich dachte nur, dass es noch dauern wird. Die Dialyse kann nicht eine Niere ersetzen. Was? Eine Dialyse. Die macht nur einen kleinen Teil der Arbeit. Woher wissen Sie das? Die nette Krankenschwester hat erzählt, warum Sie hier sind. Aha. Und ja, das weiß ich auch. Ich hoffe, bin ich nicht unhöflich. Aber wollen Sie nicht Ihre spenden? Was geht Sie das an? Glauben Sie, ich würde meine Niere nicht hergeben, wenn ich könnte? Ja, Entschuldigung. Das heißt jetzt warten. Ja. Leider. Glauben Sie mir, ich weiß, wie es ist. Aber es gibt andere Wege. Für was? Eine Niere zu bekommen. Ich kann Ihnen helfen. Dass ich nicht lache. Mit Ihrer Niere vielleicht? Nein, nein. Nicht mit meiner. Von jemand anderem. Was soll das heißen? Labern Sie nicht so eine Scheiße. Ich labber nicht. Ich will Ihnen helfen, eine passende Niere erwerben. Ich soll eine Niere kaufen? Soll das ein Witz sein? Sehe ich so, dass ich einen Witz mache. Ich will Ihnen helfen, Ihren Sohn zu retten. Aber das ist illegal. Na und? Stellen Sie ein Gesetz vor das Leben Ihres Kindes. Naja, Sie könnten noch ein paar Jahre beobachten, wie er bei Dialyse langsam rotet. Ich würde alles machen, aber dabei sterben Menschen. Das ist nur in Filmen so. Es stirbt niemand. Im Gegenteil. Es ermöglicht mehreren Menschen ein besseres Leben. Ihnen und Ihrem Sohn. Sie könnten bald wieder nach Hause. Oder der Spender, der kann seine Schulden abzahlen oder eigenen Kinder auf bessere Schule schicken. Verstehst du, was ich meine, Ralf? Ich glaube schon. Aber ich kann das nicht machen. Das ist Ihre Entscheidung. Denken Sie nach.
Und das Gespräch bleibt unser kleines Geheimnis. Und noch ein. Wissen Sie, was die Nieren kosten? Na, wie geht es dir? Du siehst so nachdenklich aus. Mir ist gerade nicht nach Reden. Gibt es Probleme mit dem Neuen? Also, ich finde ihn eigentlich ganz nett. Also, ich kann mich gut mit ihm unterhalten. Nett? Mhm. Eher kriminell. Wie meinst du das? Der Nette hat mir gerade angeboten, dass... Was denn? Er hat gesagt, er könne mir eine Niere besorgen für Hannes, zum richtigen Preis. Er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Als sei es die normalste Sache von der ganzen Welt, als würde er verkackte Gummibärchen verkaufen. Im Ernst? Und wie... Ich sollte die Polizei rufen. Aber... Keine Ahnung. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber es geht doch um Hannes. Ich kann verstehen, was in dir vorgeht. Ich meine, gut, ich kann jetzt nicht sagen, komm, los, mach das oder lass es. Aber hast du noch nie daran gedacht, ein Organ zu kaufen? Ich habe so viele Patienten in deiner Situation erlebt und irgendwann mal fragt sich das jeder. Schau mal, du hast jetzt die Chance, eine passende Niere für dein Kind zu besorgen. Und das, obwohl du gar nicht danach gefragt hast. Ihr würdet später ein ganz normales Leben führen können. So falsch dieses Angebot auch sein mag. Ich glaube, Hannes würde dir immer dankbar sein. Ich habe euch beide ins Herz geschlossen. Ich will doch nur, dass Hannes wieder gesund wird. Also, ich muss dann mal gehen, ja? Sieh es doch mal so. Im Grunde profitiert ihr beide davon. Der Spender hofft doch auch auf ein besseres Leben, genau wie du. Er will vielleicht seine Schulden bezahlen oder sein Kind auf eine bessere Schule schicken. Also, tschüss. So lange, mein Schatz. Okay. Ich muss noch ein bisschen mit dem Mann mich unterhalten. Wie funktioniert es? Die Spende. Wie ist der Ablauf? Ganz einfach. Ich bekomme das Geld und die Niere. Wo kommt die her? Wo wird er operiert? Kann man mit dem Spender sprechen? Wie kann es gehen? Sie haben selber gesagt, dass es illegal ist. Die wollen anonym bleiben, wie wir. Die Operation wird von einem Arzt durchgeführt, der auch von dem Geld etwas bekommen möchte. Ja, ich sehe, Sie sind noch unentschlossen. Aber ich verstehe das. Wenn es nicht um meinen Sohn ginge, hätte ich wahrscheinlich schon längst die Polizei gerufen.
Ja, wo ist sie? Wie kann ich Sie überzeugen? Was haben Sie davon? Ich kann mir kaum vorstellen, dass Sie aus Gutherzigkeit eine Niere anbieten. Naja, Sie haben recht. Ich bekomme auch etwas. Aber nicht so viel wie der Spender. Nehmen Sie das wie Provision. Und es wird wirklich niemandem etwas passieren. Ich gebe mein Wort. Hilfe! Hilfe! Was ist denn los? Ralf, bitte mach Platz. Wir brauchen Platz. Was ist passiert? Mit einem epileptischen Anfall scheint die Dialyse nicht zu betreffen. Die Zeit rennt uns davon. Er braucht dringend eine Transplantation. Chris! Gehen Sie raus, lass ich meine Arbeit machen. Ralf, bitte. Warum sitzen Sie hier rum? Wollen Sie ihn sterben lassen? Natürlich nicht. Werden Sie vernünftig. Besorgen Sie das Geld. Und ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich hole das Geld. Genau, 50.000. Ja, so schnell wie möglich. Okay, ich beeile mich. Es tut mir leid, Herr Doktor, aber ich hab's ein wenig eilig. Ja, ich verstehe, dass Sie zu Ihrem Sohn wollen. Wie Sie ja wissen, hat er einen Anfall gehabt. Ich möchte mit Ihnen über den weiteren Verlauf der Dinge reden. Die Zeit ist knapp, ich weiß. Aber ich muss jetzt erstmal mit diesem Gregor sprechen. Was für ein Gregor? Der neue Patient, der bei Hannes und Zimmer ist. Welcher neue Patient? Ich weiß nichts von einem neuen Patienten. Was? Scheiße. Alles in Ordnung. Verdammte Scheiße, das glaube ich einfach nicht. Schon.
haben sie gegangen? Bitte hilf mir. Warte, ich hol dich hier raus. Nein, hilf mir. Ruhig, ruhig. Ich möchte deine Fesseln lösen. Ruhig. Dann schneide ich dich. Komm, ich bring dich hier weg. Julia, was? Nein, 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 bitte! Ruhig. Warte mal, ich muss jetzt mal durchchecken. Komm mal mit. Komm mal mit. Vorsicht. Bring mich hier weg. Was ist los hier? Oh, Julia, wie kommen wir mit ihr jetzt hier weg? Gar nichts. Na, sehen Sie schon. Du Schwein. Du hast mich verarscht. Dass niemand zu Schaden kommt. Ach, Ralf, du solltest nie hierher kommen. Du warst einfach weg. Ich habe dir gesagt, dass ich mich um alles kümmere. Julia, was soll das? Was tust du da? Und? Willst du mit dir weg? Was soll das? Warum hast du es getan? Wenn du sie jetzt gehen lässt, dann ist für Hannes seine letzte Chance auf eine Niere vorbei. Und die hier ist perfekt. Das glaube ich nicht. Und du wirst immer bereuen, dass du deinem Sohn nicht geholfen hast. Ralf, das... Ich kann es nicht verlieren. Dann hör auf, uns bei der Arbeit stören. Sie waren bei der Bank. Geben Sie mir das Geld. Oder behalten Sie es. Es ist Ihre Entscheidung. Na? Die Niere ist hier. Das Geld ist hier. Jetzt oder nie. Wird sie sterben. Was glauben Sie? Du solltest an Hannes denken. Er braucht dringend eine neue Niere. Und die kann er haben. Du solltest zu ihm ins Krankenhaus gehen. Nach dem Schock wird es ihm schlecht gehen und er wird dich brauchen. Yeah.